Max Föbel lebt und arbeitet in Essen. Er studierte Fotografie und Photography Studies in Practice an der Folkwang-Universität der Künste und arbeitet seit seinem Abschluss als Fotograf und 3D-Artist. Seine künstlerischen Schwerpunkte liegen in den Bereichen der Fotografie und der dreidimensionalen Gestaltung. In seinen digitalen Arbeiten finden fotografische Fragmente in virtuelle Räume und werden dort immer wieder neu kontextualisiert. Ich sage auch einen Satz kurz zu seinem Projekt, das Konvolut. Das ist ein virtueller Raum, der ursprünglich auf der Grundlage einer fotografischen Sammlung entstanden ist. Mit dem Lauf der Jahre hat sich dieser Raum kontinuierlich weiterentwickelt und ist eine Ausstellungsplattform für KünstlerInnen im Internet geworden. Das Video zeigt den Entwicklungsprozess des virtuellen Raumes und thematisiert dabei die künstlerischen Möglichkeiten, die dieser innehat. Das Konvolut, ein virtueller Raum im Wandel. Import time, import sis, from time import sleep, print, Max Föbel, work equals, das Konvolut, for char in work, sleep, 0.2, sis, stand out, right, char, sis, stand out, flush, time, sleep, 5, while true, print. Aus einer Fotografie wurden zwei. Aus zwei wurden unzählige. Aus einem Interesse wurde ein Studium und aus fotografischen Arbeiten wurde meine Sammlung. Ich habe viel aus der Sammlung herausgearbeitet. Links und rechts Bilder herausgenommen, verdreht, hinzugefügt. Die Sammlung wuchs mit der Zeit an und rückte als Gesamtwerk in meinen Fokus. Ein Platzproblem. Eine Ausstellung der Sammlung hätte Rahmen gesprengt. Logistisch wie finanziell. Also suchte ich nach der Möglichkeit einer Ausstellung ganz ohne Rahmen. Der virtuelle Raum präsentiert diese Möglichkeit. Den virtuellen Raum als solchen zu begreifen und zu erschließen, benötigt ein Verständnis vom Grenzenlosen. Und den sich daraus ergebenden Grenzen der künstlichen menschlichen Wahrnehmung. Ein virtueller Raum, der reelle Erfahrungen schafft. Erste Gehversuche mit der Engine und den dort im virtuellen Raum platzierten Fotografien führten durch eine noch sehr einfache, an Computerspiele erinnernde Welt. Einige Iterationen später hatte meine Auseinandersetzung mit den virtuellen Räumen denselben künstlerischen Anspruch, mit dem ich auch an meine fotografischen Arbeiten heranging. Raum wurde zur Bausache, Code zum nötigen Übel. Mein Ziel war es, den passenden Ausstellungsraum für meine Arbeiten und die Sammlung zu simulieren. Für jedes Fragment des Konvoluts, mit jeder Arbeit, die einen Raum einnimmt, wird die Idee neu gedacht, wird Raum neu erschlossen und Platz neu genutzt. Virtueller Raum ist für meine Arbeit, meine Sammlung, sowohl Werkzeug als auch Hutraum. Ein vielköpfiges, nicht greifbares Wesen. Ein Möglichkeitsraum. Im Konvolut finden Kunstschaffende ihren Raum. Die sich drehende Säule, Schauplatz für junge Künstler. Der Raum, der entsteht, weil man sich räumlich nicht mehr treffen konnte und das Erlebte trotzdem verarbeiten muss. Eine Lagerhalle, in der man fotografische Arbeiten nicht nur betrachten, sondern auch durch den Raum werfen und vollkommen neu platzieren konnte. Ein Experimentalraum. Das Konvolut ist eine Sammlung, eine Reise und eine Entwicklung. Das Konvolut ist auch ein Ansatz, als Künstler einen neuen Raum für die Gesellschaft zu erschließen und der eigenen Auseinandersetzung mit Digitalisierung und dem Mensch als virtuelles Wesen. Ein unendlicher Raum. Und es löst das Platzproblem.